Am Innsbrucker Tivoli gibt's das erste Duell zwischen der WSG und dem GAK seit dem Cup-Aufeinandertreffen vor 3 Jahren. Es ist ein Spiel ohne die ganz grellen Glanzlichter. Fehler im Spielaufbau der WSG. Dennis Dressel kommt dann auf Umwegen zur besten GAK-Chance in der ersten Hälfte, 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Nach Wiederanpfiff prüft dann WSG-Goalie Stescal kurz die Nerven seiner Fans. Es ist in Summe ein zerfahrenes Spiel bei Temperaturen, wo es vielen wohl auch selbst fürs Freibad zu heiß ist. Sicherer präsentiert sich der Keeper der Tiroler eine Viertelstunde vor dem Schluss. Cipot mit dem Pass für Cekua, der 22-jährige Tscheche im Tor mit dem richtigen Timing. 2 gefährliche Aktionen der Gäste gibt's dann noch in der Schlussphase. Beide Male steht Neuzugang Cipot im Mittelpunkt. Erst versucht er's aus der Distanz und dann fehlt bei diesem Stangelpass nicht viel auf den Last-Minute-Treffer. Am Ende bleibt's beim 0:0 für den GAK der erste Punktgewinn in der Bundesliga seit 2007. Die WSG nach 2 Runden weiterhin ungeschlagen.